Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur ersten Sendung im Jahr 2015 und herzlich willkommen zu unserer 86. Folge. Wir stoßen mit Ihnen nochmal an auf das neue Jahr. Anne, auch dir alles Gute und danke für die tolle Zusammenarbeit. Wollte ich dir auch sagen. Mensch, klaust mir immer meinen Text. Ach, entschuldige. Wird so weitergehen dieses Jahr. Wir beginnen mit dem Neujahrsempfang traditionell wieder durch die Stadt Rhens. Das Neue diesmal, ein neuer Bürgermeister. Der hat es im Grunde genauso gehandhabt wie vorher. Aber es waren natürlich neue Gäste und es waren wieder andere ehrenwerte, sage ich mal, Bürger unserer Stadt, die mit den Stadtinsignien geehrt wurden. Sowie der Damen und Herren des Stadtrates von Rhens alles Gute für 2015. Herzliche Grüße richte ich auch an unsere Partnerstadt Bramley, UK und wünsche den Menschen, die dort leben, ein gutes neues Jahr. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, die hektische und besinnliche Weihnachtszeit ist vorbei, das neue Jahr hat begonnen. Wir konnten ein wenig innehalten, verschnaufen und Bilanz ziehen. Für viele von uns war es ein gutes Jahr mit Erfolgen im privaten und beruflichen Bereich. Für andere war es ein Jahr des Misserfolges, der Enttäuschung, der Sorgen und ein Jahr der Trauer. All Ihnen wünsche ich viel Kraft, Zuversicht und Gottvertrauen für das neue Jahr. Meine Damen und Herren, wir sind nicht mehr Papst, seitdem Benedikt XVI. Sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung gestellt hat. Wir sind Bürgermeister, haben meine Verwandten am 25. Mai 2014 gerufen, als ich als erster der Familie in dieses Amt gewählt wurde. Für mich begann damit ein neuer Lebensabschnitt, mich für die Bürger dieser Stadt noch mehr zu engagieren, neue Ideen einzubringen und trotz fehlender geldlicher Mittel den Laden am Laufen zu halten. Von Beruf Architekt ist mir das Lösen von Problemen nicht fremd, ich wachse mit der Aufgabe. Meine Damen und Herren, für uns Menschen gibt es Nüsse zu knacken. Eine chinesische Weisheit besagt, von Gott erhalten wir die Nüsse, aber knacken müssen wir sie selbst. In meiner kurzen Amtszeit haben wir schon Nüsse und eine besonders schwere Nuss geknackt. Die Neugestaltung des Sportplatzes im Mühlental beschäftigt uns schon seit 2008. Und nun ist es in kurzer Zeit gelungen, zwar aus finanziellen Gründen keinen Kunstrasenplatz zu planen, sondern nach Absprache mit allen Beteiligten auf einen Hybridrasenplatz zu schenken. Hierzu waren harte Verhandlungen erforderlich. Mit Hilfe der AED, hier möchte ich besonders den Herrn Serger nennen, der mich in der Sache beraten und stark unterstützt hat, und unserem Landrat Dr. Alexander Saftlich, ist es gelungen, in kurzer Zeit die Nummer 1 auf der Prioritätenliste zu werden und die Fördermittel zu beantragen. Seit Dezember sind die Mittel bewilligt und der Platz ist in der Genehmigungsphase. Das neue Jahr wird sicherlich nicht einfach werden, aber dies birgt auch Chancen. Es warten zahlreiche Aufgaben auf uns alle, die gelöst werden müssen.
es sind nicht die hochwertigen Nüsse, die geknackt werden müssen, sondern eben die, die einen wertvollen, saftigen und einen fetten Kern bringen. Ich denke an die Erweiterung des Gewerbegebiets Rhein-Süd, an die Ausweisung von Gewerbe- und Wohnflächen im Flächennutzungsplan im Bereich Rhein-Sunenfeld und an Flächen in Rhens, die zur Nutzung regenerativen Energien genutzt werden können. Dies wären Möglichkeiten, unsere prekäre Lage der Finanzen zu mildern. Seit 2014 gehören wir eine neue Verbandsgemeinde an. Die VG Rhein-Mosel ist nach Weißenthurm die zweitgrößte in Kreis-Main-Koblenz. Inzwischen sind alle Abteilungen aufgeteilt, im Hauptsitz Kobern-Londorf und hier im Sitz in Rhens. In Rhens ist das Bauamt, Abwasseramt, die Ordnungsbehörde sowie die Touristenabteilung noch involviert. Pässe und andere wichtige Dinge kommen in Rhens, wie üblich, erledigt werden. Mitarbeiter haben ihre Büros seit Anfang Januar bezogen und die technischen Einrichtungen werden zurzeit optimiert, weil es läuft ja nicht alles rund, sodass wir davon ausgehen können, dass Ende Januar alles reibungslos verläuft und wir alle wissen, an wen wir uns in welcher Sache wenden können. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich wäre eigentlich ja schon fertig mit meiner Rede, aber die Ereignisse der letzten Woche sind noch ein paar Worte wert, sage ich jetzt mal. Islamistische Attentäter haben in der vergangenen Woche in unserem Nachbarland Frankreich in Paris Anschläge verübt und Geiseln genommen. Das Satiremagazin Charlie Hebdo wurde überfallen und 12 Menschen getötet. Nur etwas später wurden in einem jüdischen Lebensmittelladen Geiseln genommen und erschossen. Unter den Toten sind auch Polizisten. Dank der Mithilfe von Bürgern konnten die Polizei die Attentäter stellen. Wir müssen allen Eiferern die Stirn bieten, sagte der Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger Helmut Heinen. Dem kann ich mich nur anschließen, da die IS-Miliz mit weiteren Anschlägen in Europa droht. Europa darf nicht zum Pulverfass werden. In Deutschland leben viele Religionsgemeinschaften und kommen miteinander aus. Was aber in Frankreich passiert ist, kann auch hier stattfinden. Wir alle müssen uns für Toleranz und Weltoffenheit einsetzen. Meine Damen und Herren, ich denke, der Worte sind genug gewechselt. Das kleine Orchester wird uns noch mit Musik erfreuen, wofür wir dann im Programm weiterverfahren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Da musst du als Bürgermeister aufschlagen. Du musst die Kinder verabschieden. Du musst das machen, du musst das machen. Da kostet so ein Befehl und so weiter. Ja, aber ich gedacht, das fängt ja gut an. Du bist dann ein Bürgermeister und kriegst ja schon die Aufgaben verteilt. Das war für mich eigentlich Anlass genug zu sagen, okay, wenn du jetzt hier als Bürgermeister startest, das, was die Damen machen, ist meiner Meinung nach
und wird das meinen noch auch und von meinen Beigeordneten wert, die Damen zu ehren. Das Motto Ferienspaß stellt wirklich das Vergnügen in den Vordergrund, aber immer mit einem Bildungsauftrag. Es werden Burgen besichtigt, den Kindern und Eltern werden die Gegend am Mittelrhein nähergebracht und es gibt immer ein Naturthema. Sei es Wald, Leben am Bach, Klettern, Lebensübertraining oder Waldolympiade. Ein Museumsbesuch und kindergerechte Führungen zu den unterschiedlichsten Themen von Technik über Orgel zur Zahnsteig, zur Zeit. Auch wird regelmäßig eine Theaterführung organisiert. Es ist also wirklich eine breite Palette, die sich im Laufe der mehr als 20 Jahre an die Wünsche der Kinder und Eltern anzupassen versucht. Wir sind der Meinung, dass diese Arbeit belohnt werden soll. Das Team bringt Kindern im wirklichen Leben nahe und übernimmt mit den Ausflügen viel Verantwortung. Wir sind der Meinung, das ist Spitze. Danke. Gemäß den Bestimmungen der Stiftung der Reser Stadtentwicklung verleihe ich die Würdigung und Anerkennung des langjährigen Engagements für die Stadt Rehns, dem Organisationsteam Reser Ferienspaß, Anja Bollinger, Anja Borger, Roswitha Fritte, Andrea Gisel, Andrea Hart, Sonja Inke, Maria Kaut, Erika Nies, Sabine Vollmann und Monika Schäfer. Die Renser Stadtinsignien in Form des historischen Stadtsiegels. Die Stadtinsignien sind alte Hoheitszeichen der Schöffen zur Rense und erinnern an die erstmalige Stadtwerdung an der Wende vom 14. und 15. Jahrhundert. Also sehr verehrter Herr Stadtbürgermeister, liebe Renser Bürgerinnen und Renser Bürger, mit der Verleihung der Stadtinsignien sehen wir unsere Arbeit aus diesen letzten mehr als 20 Jahren doch sehr anerkannt. Und wir freuen uns sehr darüber, dass die Stadt uns diese Insignien verliehen hat. In eigener Sache müssen wir einfach eines sagen. Dieser Ferienspaß ist über die 20 Jahre in der Art auch nur gelaufen, weil wir immer nicht nur die ideelle Unterstützung unserer ganzen Stadtbürgermeister und des Stadtrates, sondern auch die finanzielle Unterstützung hatten. Die Idee des Ferienspaßes war es ja immer, eine kostengünstige Angebote in den Ferien für alle Renser Bürger zu machen. Und das geht nur mit finanzieller Förderung durch verschiedene Institutionen, einerseits durch die Stadt, aber auch durch hier ansässige Betriebe wie den Renser Brunnen beispielsweise, der uns seit über 20 Jahren regelmäßig eben die Getränke zur Verfügung stellt. Die Renser Gastronomie, die uns eigentlich immer sponsert mit irgendwelchen Essen dann auch, die dann wirklich von uns nur verteilt werden müssen. Das war was, was uns die 20 Jahre wirklich jetzt begleitet hat. Und also ich bin zwar jetzt der Älteste sozusagen im Team, aber derjenige, der den Löwenanteil der Arbeit macht, der steht hier. Und das möchte ich bitte noch mal ganz deutlich sagen. Also, liebe Maria, du machst sicherlich mehr als 50% der Arbeit. Und es ist so, dass mit dir im Moment der Ferienspaß steht und fällt. Also von daher, wir würden hoffen, dass du das noch einige Jahre jetzt machst. Der Dank ist immer dann direkt mit einer, wie soll ich mal sagen, Verpflichtung in die Zukunft. Aber was nicht heißt, wie Raimund gesagt hat, selbstverständlich, wir sind immer für junge Frauen oder auch mal einen Quotenmann vielleicht im Team. Einen Jungen wären wir auch mal dankbar, der dann einfach mit einsteigt und unsere Arbeit auch mit fortführen kann. Vielen Dank. Thank you.
aber wir laden den Siegfried vor der Rehens alle natürlich recht herzlich ein zu unserem diesjährigen Konzert. Wir würden uns freuen, dass Sie auch zahlreich bei uns erscheinen, weil dieses Konzert finanziert auch unsere Noten, unsere Lehrer und Busse, wenn wir irgendwo hinfahren müssen für einen Auftritt. Das Jugendorchester selbst erhält Geld, kleinen Obolus für solche Auftritte wie hier. Das fließt nicht in den Hauptverein, sondern das behalte ich. Und da brauchen Sie keine Angst zu haben, da kommt der Verein nicht dran. Sondern wir unternehmen damit mal Pizza essen oder wenn wir in die Jugendherberge fahren, für zum Beispiel uns auch noch Konzert vorzubereiten, schmälert das den Eigenanteil der Kinder. Das geht also immer wieder direkt an die Kinder zurück. Sie tun auch was dafür, sie üben für diese Auftritte, sie sind pünktlich da und sie sind manierlich, sie benehmen sich. Das ist heutzutage nicht immer normal, also ich kann mich über meine Jugendlichen überhaupt nicht beschweren. Und der Kochlöffel, habe ich gerade vorne, das ist, seit ich das Jugendorchester mache, aus der Not geboren. Die Dinger mit dem feinen Stäbchen, das sieht man so schlecht, habe ich festgestellt. Und wenn man jung ist, wenn man ganz als Jungmusiker ist, habe ich mich immer darüber gewundert, was der da vorne macht, bis ich festgestellt habe, dass das so ein Stäbchen ist. Und dann habe ich gedacht, wenn ich mal so was mache, dann nehme ich einen größeren Stab. Und das war bei mir ein Kochlöffel. Ja, dieses Jahr für neun geleistet. den habe ich mir zu Weihnachten geschenkt. Wie gesagt, also wir spielen für uns, wir spielen für Sie. Und wir machen halt auch bei der Frauengemeinschaft, gehen wir jedes Jahr hin, das macht immer sehr viel Spaß, auch für die Kinder mit den Weihnachtsliedern, Weihnachtsmarkt. Das sind halt diese kleinen Events, die wir spielen. Ne? Ansonsten können Sie uns gerne zuhören, ebenfalls bei dem Jahreskonzert des Musikvereins Cornelius. Wir werden uns ebenfalls mit zwei Stücken daran beteiligen. Wie gesagt, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Verlauf der Veranstaltung und wir verabschieden uns mit Star Wars. Kanzler hier in Rehens. Musik Christoph Becker, da ist er. Er war Vorsitzender der DSBG bei den Pfadfindern. Er ist auch ausgeschieden. Und als Zeichen der Anerkennung darf ich euch einen kleinen Trunk überreichen. Einzel. Frank beim Bier, Frank beim Rutsch in dem Fall. Vielen Dank. Alles Gute für dich in der Zukunft. Und der Werner Ackermann für deine Vortragsarbeit. Ja, genau. Ja, genau.
Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir gestattet worden, selbst noch ein paar Worte zu sprechen. Ich bedanke mich sehr dafür, dass unsere Tätigkeit in der Kaiser-Ruprecht-Bruderschaft so anerkannt wird. Ich möchte aber auch umgekehrt sagen, die Kaiser-Ruprecht-Bruderschaft könnte die Veranstaltungen gar nicht durchführen und viele und die Öffentlichkeitsarbeit gar nicht so machen, wenn sie nicht Rückhalt immer von der Stadt Rhens bekommen hätte. Und dafür bedanke ich mich im Namen der Kaiser-Ruprecht-Bruderschaft bei dem Stadtbürgermeister, aber auch bei dem Verbandsbürgermeister und bei den früheren Stadtbürgermeistern, der mit Eich und der noch hier ist. Heinrich Theiß. Das sind ja alles auch Mitbrüder. Insofern kann ich stolz darauf sein. Ich bedanke mich damit, dass ich dem Stadtbürgermeister und dem Verbandsbürgermeister eines der ersten Exemplare eines Buches überreiche, das im Auftrage der Kaiser-Ruprecht-Bruderschaft geschrieben worden ist, von dem Lahnsteiner Historiker Alexander Thon und dem Historiker Johannes Erichsen über den Königstuhl. Das ist kein touristisches Buch, sondern das ist ein historisches Buch, das bis in die ersten Anfänge zurückgeht und das die Bedeutung dieses Monuments und die Bedeutung der Stadt Rhens besonders hervorhebt. Daher, Herr Bürgermeister, dieses Buch hier überreichen. Das ist ganz neu und allerdings auch bereits im Buchhandel erhältlich. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen vergnügliche Stunden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn die Presse, falls sie heute da ist, in der kommenden Woche positiv über diese Veranstaltung berichtet. Es war meine erste Veranstaltung. Ich hoffe, es hat Sie nicht gelangweilt und Sie kommen in den nächsten Jahren wieder. Vielen Dank. Wir machen weiter mit den Ehrungen und mit den Neujahrsempfängen und gehen von Rhens nach Spey. Auch da gibt es Musik, auch da gibt es Ehrungen und eine tolle Rede. Im Namen der Pfarrgemeinde begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Neujahrsempfang. Wie in den vergangenen Jahren veranstalten wir gemeinsam mit der Ortsgemeinde diesen Empfang, um im Rahmen eines gemütlichen Beisammenseins uns gegenseitig Glück und Segen für das neue Jahr zu wünschen. Seit 1998 gibt es in unserer Pfarreiengemeinschaft einen ökumenischen Arbeitskreis Hilfe für Flüchtlinge. Viele von uns setzen sich auf die unterschiedlichste Weise für das Wohlergehen der Bewohner und ein qualitativ gutes Leben in unserer Gemeinde ein, in Vereinen, Parteien, Verbänden und auch ganz privat in Familien, im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft. Wir können dankbar sein, dass es solches Engagement in unserem Ort gibt und, wie ich glaube, sicher sein, dass Gott uns dabei zur Seite steht. Eine Kooperation mit der Zivilgemeinde und möglicherweise auch mit den Vereinen würde dieses Vorhaben sicher wesentlich effektiver machen und zu einer guten Lebensqualität in unserer Gemeinde beitragen, auch für Menschen, die hier zunächst völlig fremd ankommen. Aber schon jetzt kann ich Sie alle einladen zu dem monatlich stattfindenden Café International, einem Treffen für Flüchtlinge und Einheimische,
zum gegenseitigen Kennenlernen. Auch ich möchte Sie recht herzlich zum gemeinsamen Neujahrsempfang der Kirchengemeinde und Ortsgemeinde begrüßen. Bereits zum 5. Mal findet diese Veranstaltung gemeinsam statt. Ein Zeichen der guten Zusammenarbeit der beiden Institutionen, Kirchengemeinde und Ortsgemeinde. Denn bei beiden geht es um Sie, die Bürgerinnen und Bürger unserer Heimatgemeinde. Mit diesem Neujahrsempfang möchte ich all den vielen ehrenamtlichen Helfern unserer Gemeinde Danke sagen. Danke für die vielen Stunden Ihres ehrenamtlichen Einsatzes für die Gemeinschaft. Ich bin mir bewusst, dass es in der heutigen Zeit immer schwieriger wird, Menschen zu finden, die sich für andere oder das Gemeinwohl einsetzen möchten. In Spey jedoch kann man auf eine gut funktionierende Struktur blicken. Hierfür gebührt Ihnen allen unser Dank. Einen kleinen Ausblick für die nächsten Jahre möchte ich Ihnen heute Abend auch geben. Die Ortsgemeinde möchte für die Zukunft auch weiterhin den Wirtschaftsstandort Spey und seine gute Struktur beibehalten und stärken. Hierfür sind wir in guten Gesprächen. Aber auch die Ortsgemeinde als Arbeitgeber hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. So hat sie derzeit 24 Mitarbeiter, teils hauptberuflich, teils als Aushilfen. Eine Vielzahl davon ist in der Kindertagesstätte beschäftigt. Für unsere Gemeinde im Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal besteht im touristischen Bereich noch viel Potenzial, welches zukünftig noch mehr aktiviert werden muss. Hier wurde in den vergangenen Tagen die ersten Gespräche aufgenommen. Die Ortsgemeinde Spey möchte, wie in den vergangenen Jahren, Personen, Vereine oder Institutionen mit der Ehrenplakette ihrer Heimatgemeinde auszeichnen, die sich besonders ausgezeichnet haben. Im Mittelalter hat der Wein in Orten wie Spey auch schon eine extrem wichtige Rolle gespielt. So war der Wein das hochwertigste, haltbare Getränk und Handelsgut von großer Bedeutung. Die Kultivierung der Reben wurde durch den Terrassenausbau revolutioniert. Man gewann 20-30% mehr Fläche und die Arbeit wurde erleichtert. Die Menschen nutzen die von der Natur gegebenen Bedingungen und machen aus diesem mit Hilfe ihres ausgefeilten Handwerks und Know-how Kulturgüter mit hohem Genusspotenzial. Den beruflichen Wurzeln ihres Namens verpflichtet, bewirtschaftet die Familie seit Jahrhunderten Weinberge in den Steillagen des Oppertahams. In den 60er Jahren wurde der Gemischtbetrieb zum reinen Weinbaubetrieb umstrukturiert. Ihr Betrieb hat sich einen Namen mit vielfach ausgezeichneten, fruchtigen Rieslingweinen gemacht und das Weingut im Jahr 2000 auf die Größe von etwa 7 Hektar Rebfläche ausgedehnt. 90% davon mit Riesling gestockt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Ortsgemeinde Spey verleiht Herrn Adolf Weingart die Ehrenplakette seiner Heimatgemeinde. Bürgermeister Heil, die Überraschung ist dir geglückt.
Ich möchte sagen, für mich eine freudige Überraschung. Ich bin aber ganz sicher, dass an diesem Preis, an dieser Plakette, die ganze Familie Weingart teil hat. Meine Familie Weingart ist also jetzt nachweislich 8 Generationen mit dem Wein beschäftigt. Sicherlich liegen noch viele Generationen davor, aber die Mädchen Malala würde jetzt sagen, die hatten damals keinen Stift und kein Blatt Papier. Ein bekannter Schriftsteller hat einmal gesagt, der Wein kann unsere Erde nicht verändern, aber er kann sie erträglicher machen. Und wenn Sie, liebe Gäste, einen Liter Wein trinken, trinken Sie vielleicht 1/10 Nahrungsmittel und 9/10 gute Laune. Der Wein, der schenkt uns wunderbare Glücksmomente. Er macht das Leben spannend und kurzweilig. Was ist der Wein? Wein ist mein Beruf, sage ich als Winzer. Der Wein schmeckt nach Geschichte, sagt der Historiker. Der Wein besteht aus ein bisschen Wasser, verschiedene Substanzen und Aromen, sagt der Chemiker. Der Wein ist das aus dem Saft der frischen Weintraube durch alkoholische Gärung gewonnene Getränk, sagt das Gesetz. Der Wein ist eine gute Investition, sagt der Weinverkäufer. Der Wein in Maßen getrunken ist gesund, sagt der Arzt. Der Wein ist zu schad zum Trinken, sagt der Sammler. Der Wein ist ein Teufelsgetränk, sagt der Antialkoholiker. Der Wein ist teuer, sagt der Geizkragen. Der Wein ist Alkohol, sagt die Polizei, haben Sie was getrunken? Der Wein ist ein Dokument über das Jahr, in dem er gewachsen ist. Der Wein lässt uns Menschen und fremde Länder kennenlernen. Der Wein mit seiner Kultur begleitet unsere Völker seit Tausenden von Jahren. Der Wein ist Religion. Der Wein ist heidnisch, weil er nicht getauft ist. Der Wein ist evangelisch, denn sein ist die Kraft und die Herrlichkeit. Der Wein ist jüdisch, denn er ist beschnitten. Der Wein ist katholisch, denn er ist seligmachend. Wein ist Gefühl und Poesie. Wein ist aber auch ganz einfach. Schnappt euch ein Glas und trinkt einen Schluck mit mir. Liebe Iris, lieber Herr Bürger, auch ich möchte mich natürlich bei Ihnen noch bedanken, dass du heute Abend die Zeit hattest. Ich habe dafür auch ein paar Blümchen dabei und etwas zum Trinken. Und da ich mir gedacht habe, ein junger Mann, wie will ich den an den Wein heranbringen, habe ich einfach mal eine Flasche Sekt geholt und hoffe, liege damit richtig. Ich wünsche Ihnen allen für 2015 alles Gute, Glück, Gesundheit, aber vor allen Dingen Zufriedenheit. Und heute Abend wünsche ich Ihnen und mir vor allem noch viel, viel Kurzweile. Genießen wir den Wein. Wir haben extra den Wein genommen, wo der Adolf schon in der Vergangenheit dran gearbeitet hat. Er schmeckt hervorragend. Ich habe ihn schon probiert. Und viel Spaß noch heute Abend. Danke.
Sie wissen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Straße von Rehns nach Waldesch hoch ist immer noch gesperrt. Wir hatten uns ja die Umleitung neulich schon mal angeschaut. Und diesmal war ich jetzt neugierig. Anne, was meinst du, wie weit sind die? Ich sag mal weiter als beim Berliner Flughafen. Das glaube ich auch. Begonnen hat der Ausbau der Landesstraße 208 zwischen Rehns und Waldesch am 23. Juli 2014. Das Projekt ist so umfangreich, dass die Straße für etwa 10 Monate komplett gesperrt sein muss. Über die Umleitung haben wir in einer der letzten Sendungen bereits berichtet. Nötig geworden ist die Erneuerung der Fahrbahn wegen der starken Schäden, Unebenheiten, Risse und Abplatzungen, aber auch, weil sie an vielen Stellen einfach zu schmal ist. Beginnend am Parkplatz am Königsstuhl wird die Fahrbahn jetzt auf einer Länge von etwa 2,1 Kilometern komplett erneuert und auf 5,50 Meter verbreitert. Die Kurvenverläufe sowie die Entwässerungseinrichtungen werden dabei ebenfalls verbessert. Wenn das die früheren Abwasserrohre waren, kann man ahnen, dass die Straße jetzt etwa doppelt so breit wird. Wie der Leiter des Landesbetriebes Mobilität in einer Pressemitteilung erklärte, erfolgt der Ausbau im sogenannten Hocheinbauverfahren mit Verbreiterung. Dazu werden neue Asphaltschichten auf die vorhandene Fahrbahn aufgebaut, vorher aber die Seitenbereiche ausgeschachtet und eine Frostschutzschicht eingebaut. In Teilbereichen ist der Ausbau aufgrund des schadhaften Unterbaus als Vollausbau mit einer Bodenstabilisierung vorgesehen. So entsteht eine völlig neue und dauerhafte Straßenkonstruktion. Diese Berge zeigen, welch unglaubliche Mengen von Erdreich hier bewegt werden mussten. In Höhe der Plantagen mit den Kirschbäumen ist auf der einen Straßenseite der Abwasserkanal inzwischen soweit fertiggestellt. Das bleiben natürlich keine Mäuerchen, sondern die Straße wird bis zu dieser Höhe aufgebaut. Ich bin die Strecke mit dem Fahrrad abgefahren. Es ist ganz viel geleistet worden, aber es bleibt noch viel zu tun. Ende Oktober hieß es, die Arbeiten verlaufen planmäßig. Die zeitlichen Vorgaben mit Fertigstellungstermin im Frühjahr 2015 könnten nach derzeitigem Stand eingehalten werden. Ich bin ja mal gespannt. Sollte es nicht klappen, möge aber bitte niemand damit anfangen, es sei ein zu strenger Winter gewesen, der die Baumaßnahmen verzögert habe. Die Baukosten von ca. 1,65 Millionen Euro trägt übrigens komplett das Land Rheinland-Pfalz. Wenn Micha in die Luft geht, dann hat das immer was so ein bisschen von Rumpelstilzchen lebt. Ja, Anfall. Rumpelschießen-Anfall gibt es in groß und in klein. Stimmt. Dieses Mal sind wir aber ja, tatsächlich buchstäblich in die Luft gegangen. Und von da oben gibt es ganz tolle Bilder von Rehns. Damit möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Das war unsere 86. Sendung. Die nächste. Am 22. Februar. Bis dahin. Das ist der, können wir heute noch erklären, das ist der Sonntag nach Fastnacht. Und so nah an Fastnacht dran, dass wir Ihnen da noch ein bisschen was Fastnachtliches zeigen werden. Nämlich vermutlich eine Sitzung, Ausschnitte aus einer Sitzung, Spey oder Rehns, wissen wir noch nicht, wird sich rausstellen. Kommen Sie gut durch die Fastnachtszeit. Treiben Sie es nicht zu dolle. Und bis zum Ende Februar. Wir sehen uns.
Musik.